Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute werden wir sehen, wie wir das Problem lösen können, wenn der Rechner nicht mehr startet bzw. Windows nicht mehr hochfährt und die Fehlermeldung, die wir bekommen, BootMGR ist compressed, lautet. Wir werden dann aufgefordert, mit Steuerung Alt entfernen, den Rechner neu zu starten. Das können wir zwar immer wieder und wieder machen, versuchen, wird aber nicht helfen. Wir bekommen immer wieder die gleiche Fehlermeldung hier. Ja, die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine Windows-DVD und oder aber auch eine Windows USB Stick, eine bootable USB Stick. Wie ihr euch einen Windows USB Stick erstellen könnt, habe ich in einer meiner vorherigen Videos gezeigt. Nachdem wir jetzt unseren USB Stick verbunden haben oder je nachdem unsere DVD ins Laufwerk eingesteckt haben, müssen wir unsere Rechner noch dazu bringen, dass es von dem Laufwerk startet, vom CD oder USB. Das könnt ihr in eurer BIOS einstellen oder aber auch über die irgendeine F-Taste, je nachdem, beim Starten des Rechners drücken und unsere, also dem Boot-Menü hier aufrufen und hier dann eben unsere Laufwerk auswählen, wo ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Windows DVD hier im Laufwerk. Ich wähle jetzt mir jetzt hier CD-ROM Drive in dem Fall und dann wir starten jetzt Windows einfach vom DVD hier nochmal irgendeine Taste drücken. Jetzt werden die Files hier geladen. Das dauert einen kleinen Moment, bis es geladen wird ist. Und wir werden dann unsere, also die Repair-Funktion nutzen. Genau, wenn ihr jetzt das Fenster hier bekommt, hier einfach auf auf Next klicken und hier in das Fenster einfach hier auf Repair Your Computer einmal drauf klicken. Das jetzt sucht er nach dem Betriebssystem, nach dem Windows Installation. Hat er es hier gefunden? Hier Windows 7 hier zum Beispiel. Das müssen wir jetzt einmal markieren hier. Und dann hier unten auf Load Drivers klicken. Ich ziehe mal das ein bisschen so. Okay, einfach Load Drivers. Jetzt Insert OK, zack. Einfach mit OK bestätigen und schon öffnet sich hier der Windows Explorer. Und hier einfach auf Computer gehen, hier mein Computer. Und dann die Festplatte C hier auswählen, wo die Windows Files sind, System Files, und einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und auf Eigenschaften. Genau, und jetzt schauen wir, ich mache das so weg hier. So, und jetzt wird hier ein Haken, das ist jetzt bei mir schon raus, aber hier ist, sieht so aus, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Der Haken muss hier einfach rausgenommen werden und dann auf Übernehmen und nochmal mit OK bestätigen. Also der Haken soll hier raus, ja. So, jetzt ist der Haken raus. Jetzt können wir das alles hier schließen. Ja, der Grund dafür ist einfach, dass die Systemfiles irgendwie komprimiert wurden, warum auch immer.
Vielleicht weil ihr einfach den Haken dort gesetzt haben. Oder was in den seltensten Fällen auch passieren kann, dass es nach einer Defragmentierung passiert. Auch ja, das war's jetzt erstmal. Jetzt sparen wir jetzt hier Cancel. Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal hier markieren unser Betriebssystem und klicken hier auf Next. Ja, und jetzt einfach hier auf Startup Repair einmal drauf klicken. Und das dauert auch wieder ein paar Sekunden in der Regel. Ist jetzt schon durch. Einfach auf Finish. Und das war es eigentlich schon, wenn wir jetzt einfach auf Restart klicken. Und jetzt, ja, jetzt ist meine CD noch drin, aber wenn wir jetzt nichts drücken, dann startet Windows ganz normal wieder und schon können wir wieder arbeiten, spielen, was auch immer. Das, ja, das war es eigentlich schon alles von für heute. Genau, jetzt können wir uns hier ganz normal anmelden. Und ja, das war's, wie gesagt, alles. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und bis nächstes Mal.